Willkommen zu Let's Play Batman, ey, Intro, the fuck, Batman Returns, einem Spiel für den Super Nintendo. Nur zur Information, dieses Spiel läuft auf einem Emulator, jedoch besitze ich dieses Spiel auch in echt, nur leider keine Möglichkeit, das direkt über den Super Nintendo, ja, groß und ganz spielen zu können. Wir sind Batman. Ambush in Gotham Plaza. Diejenigen unter euch, die das kennen oder eventuell kennen. Batman Kick! Ich bin Batman. Ich kann mich noch entsinnen, in meiner Jugend habe ich dieses Spiel wie verrückt gespielt. Ich muss mich noch ein klein wenig in die Steuerung einfinden. Ich spiele es zurzeit mit Tastatur. Ich arbeite daran, dass es auch mit Controller funktioniert. Geht mir aus dem Weg, ihr verdammten Clowns. Ich bin Batman. Und du kriegst Batman Punch. Okay. Durch die Emulatoren-Geschichte kann es sein, dass sich ein paar Sounds sehr anders anhören oder deutlich anders anhören. Ich bitte dementsprechend, das zu verzeihen. Belästigen Sie die Frau nicht, Sir. Du sowieso nicht. So. Eigentlich ist es ein sehr simples Batman-Spiel von dem, was man weiß. Und gerade zu heutigen Verhältnissen, wenn man bedenkt, dass es ja Spiele gibt wie... Da wurde ich weggepuncht. Wie beispielsweise Batman Arkham City oder Arkham Asylum, ist dies hier natürlich schon ein wenig angestaubt, aber es ist dementsprechend immer noch eins meiner Batman-Spiele. Wieso überfährst du mich? Ich bin Batman. Kannst du es wagen? Oh ja, und Clowns mit Bazookas. Zack. Alles in allem muss man aber dazu sagen, finde ich persönlich, hat das Spiel eine schon recht düstere Atmosphäre. Och mein Gott, jump mich doch jetzt nicht ständig um. Weg. Oh. Ich habe leider gerade überhaupt keine Ahnung, auf welchem Setting ich das habe. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass das schwer ist. Denkst du, du kannst Batman mit einer Bazooka aufhalten? Weg mit euch. Und hier komme ich angeflogen. Wer denkst du, dass du bist? Clark Kent. Was ich damals schon immer sehr beeindruckend fand für die Zeit, war die Tatsache, jetzt bin ich schon einmal gekillt worden, verdammt, dass man halt wirklich so mit der Welt interagieren konnte. Also wirklich halt zack, die dahin schmeißt und direkt an die Scheibe donnert. Und ja, das gehört definitiv, wie gesagt, zu einem meiner Favoriten-Games aus meiner Jugend. Bam! Schaltet den Bazooka-Clown aus. Zack! Knuddelt euch ein bisschen an die Wand und hier gibt's noch ein bisschen Batman-Punches. Zack, zack. Ich bin Batman. Ich muss auch sagen, von dem, was die Filme betrifft, die meisten Leute bevorzugen mittlerweile ja den Dark Knight. Neuer Gegner, Feuerclown. Mein Lieblingsfilm ist eigentlich, was das betrifft, wirklich, also so wirklich so die 80er Jahre Batman-Filme. Und ja, ich weiß gar nicht, ob Returns jetzt noch in den 80ern war. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass dieser Film eigentlich auch eine verdammt düstere Atmosphäre hatte für seine Zeit. Aber ich konnte irgendwie mit dem bisher immer mehr anfangen, als jetzt beispielsweise mit Superman oder so. Na komm, na komm. Come at me, bro. This is what you get. When you mess with Batman. Nein, ernsthaft. Und wir müssten jetzt einen neuen Gegnertypen haben, und zwar den Fatty Clown. Was seine Special-Fähigkeit ist, dürftet ihr eigentlich schon ziemlich schnell erraten haben. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ah, so macht man das.
Man hatte ja noch die Bombe, also die Test-Tube. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie man den Test-Tube einsetzt. Ja, komm, zack. Batman. Ah, das ist der Teil, genau. Zwischendurch gibt es so Sequenzen in diesem Spiel, da wird es komplett geändert. Da ist übrigens ein neuer Gegner, Tor Clown. Man wirft dann komischerweise nur noch einen Bumerang und der ist fast Instant Kill. Wie hat der mich treffen können? Du warst viel zu weit weg. Weg, 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 weg. Nein. Fahren zurück. Ach, wir haben ein Bat-Leben dazu gekriegt. Alle 50.000 Punkte. Zack, zack. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das Spiel gerade auch im späteren Verlauf verdammt schwer wird. Ah, ich glaube, jetzt kommt unser erster Bossfight. Stun Gun Clown. Wow. Ah, verdammt. Denkst du, du kannst gewinnen, Stun Gun Clown? Oh. Zack, 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 zack. Und da haben wir ihn erledigt. Wer dachtest du, dass du bist? Hallo, Ma'am. Ich bin Batman. Verraten Sie es niemandem. Wow, der Batman? Oder ist es nur Batman? Die in der Ecke kauernde Lady wurde von Batman gerettet. Selina Kyle, kleine Sekretärin von Max Schreck, dem powervollsten Businessman in Gotham City. Batman-Fans wissen natürlich sofort, wer Selina Kyle ist. Eine mysteriöse Kreatur, bekannt als der Pinguin, wurde gesichtet in Gothams Abwasserkanälen. Er verbündet sich mit Max Schreck, um den Ruf des Majors zu zerstören und sich selber neu zu etablieren. Burn, Baby, burn. Pinguin, ich bin der Batman. Szene 2. Battle in the Streets of Gotham City. Yeah. Was ich an diesem Spiel auch einfach immer nur genial finde, ist die Musik. Ich weiß nicht, es ist so dieses gewisse bisschen an Nostalgie in diesen Spielen aus dieser Zeit, was mich da persönlich für Sorgen ist, dass diese Spiele für mich besser sind als alles, was man so heutzutage irgendwie kriegt. Ich bin mir nicht sicher, wie man... Ich habe keine Ahnung, wie ich Test-Tube mache. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie nochmal meine genauen Controls überprüfen. Mit Controller hätte ich jetzt natürlich kein Problem, aber das ist natürlich gerade dumm gelaufen. Zack. Bam. Kopfschmerzen? Gut, ich bin Batman. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich das noch sagen werde. Ich hoffe nicht allzu oft. Das ist, glaube ich, ein bisschen... Au. Kind, lauf weg. Hier werden Bomben geworfen. Vielen Dank für den Massenmord-Clown. Moment, das sind ja eigentlich alles Clowns. Oh. Jetzt kennen sie aber keine Gnade mit mir. Geht weg. Nö. Du hörst auf, mich zu schlagen. Ich denke mal, ich werde es auf jeden Fall einmal Game Overn. So überhaupt dieses ganze Interagieren mit dem Spielfeld, so dass man alles verbeulen kann, die Bänke im Hintergrund kann man zerdeppern. Fettklauen mit grüner Energie, das ist ein bisschen heftig.
Er macht seine verdammten Wrestling-Moves, den kann man übrigens nicht kontern. Du Fettsack. Kriegst du voll auf die Glocke. Wo willst du hin? Ne? Denkst du, du kannst weglaufen von mir? Ich bin der Batman und ich benutze dich als Geschosskugel. Genau das passiert. Ach komm. Upsala. Tat das weh? Hoffe ich doch. Hallo? Ach komm, Emo-Clown. Indianer. Und das ist es. Es gibt hier so eine Vielfalt an Gegnern. Messerwerfer und was weiß ich nie was. Kneif-Tee. Ich kneif dich auch mal. Bäh. Ich weiß noch nicht genau, wie ich dich gegen den kaputten Zaun werfen kann. Boom. Tat's weh, tat's weh. Ich hoff's doch. Zack. Sprungkick, man. Batman Kill. Fuck. Zack. Man muss halt nur mal aufpassen, dass man jetzt nicht unbedingt... Au. Nicht unbedingt umgebracht wird. Am besten setzen sich die Batrangs gegen die Clowns ein, damit die gelähmt werden und damit schön von ihrer eigenen Bombe getroffen werden. Zack. Wolltest du gerade deinen Kollegen töten? Schäm dich, Clown, schäm dich. Die Biker sind ein Problem. Wenn man nicht unbedingt gleichzeitig mal aus allen Richtungen aufpassen kann. Zack. Es ist halt wirklich, also, wie man schon merkt, es ist ein recht simpel aufgebautes Spiel. Ah, du Sackgesicht. Man sollte eigentlich meinen, dass, die ganzen Clowns für den Joker arbeiten, aber naja, in Batman Returns war es ja auch so, dass der Pinguin, gespielt von Danny DeVito, eine sehr ziemlich große Clownstruppe, obwohl gar nicht mal so groß, meine ich. Ich bin Batman, ich fliege in Häusern. Au. Oh. Es ist wieder so ein Abschnitt, wo man die... Au. Oh. Fettsack. So nicht, Mann. Genau, in die Fresse. Batman! Mit Batrangs und seinem Gewehr. Lustig ist, was viele Leute nicht wissen, es gab damals eine Comicreihe, die hieß Der Batman, wo Batman Leute erschossen hat. Also davon habe ich mal gehört. Und schon fackelt alles. Fahr zur Hölle. Also man muss hier wirklich jetzt schon sehr aufpassen, weil auch hier jetzt Feuer-Obstacles sind. Ah. Den Treffer musste ich jetzt riskieren. Ich bin Batman. Au, verdammt. Zack, zack. Tall Clown ist besiegt. Fuck yeah. Schwertschlucker. Eine weitere Art von Clown, die uns mittlerweile auf den Sack geht. Zack. Was mich aber nicht daran hindert, euch zu verprügeln. Und ihr mit der Bazooka schießt euch mal schön gegenseitig weg. Danke. Als ich kleiner war, kann ich mich nur entsinnen, habe ich immer gedacht, diese kleinen Icons oben, das sieht aus, als ob der Schwertschlucker eine lange Nase hätte. Oh, Fettsack.
Geben wir aus der Sonne. So, also es ist eigentlich wirklich auch nur das Geheimnis, wie man gegen diese verdammten Clowns kämpft. Kämpft. Kämpfen tut man nicht. Zumindest Batman. Batman kämpft nicht. Das könnte auch daran liegen, dass er kein Snipergewehr hat. Aber bedroht ihn Kind mit einer Bombe? Ist ein bisschen uncool, oder nicht? Autsch. Und komm. Ah, verdammt. Zack. So, Finn Clowns. Du, was willst du denn? Ich würde sagen, ich hätte jetzt noch versuchen können, die Bombe aufzuheben, aber das ist mir ein bisschen zu riskant. Ja, ihr jagt euch mal hier schön in die Luft. Von seiner eigenen Bombe erwischt. Zack. Denkst du wirklich, du hast eine Chance gegen den allmächtigen Batman? Zack, zack. Große Gesundheit. Es kann gut sein, dass der nächste Boss ziemlich hart wird. Ach mein Gott, verdammten Bazookas. Zack. Zack, zack. Für dich sowieso. Ich spiele mit dem dicken Punching Ball. Weg mit dir. Zack. Wieder ein Bat-Leben gewonnen bei 150.000 Punkten. Genau, er hier mit der Zeitung. Der ist eine ziemlich harte Nuss, wird der. Und Knock. Knockout, Bitch. Was willst du tun, hä? Jetzt haben wir ihn sauer gemacht. Der Typ hat einen Falcon Punch drauf. Also mit dem ist echt nicht zu scherzen. Verdammt, komm schon, komm schon. Jumpen und jawohl, ja. Verdammt, ey, der gibt mir aber auch fucking Punches. Okay, ich habe definitiv keine Chance. Oh. Keine Chance gegen den einen Versuch. Habe ich noch? Nee, doch nicht. Verdammt. Game over. Continue. Ich glaube, jetzt muss man das ganze Level neu machen. Nee, doch nicht. Nur den Abschnitt. Na gut, Leute, an der Stelle werde ich diesen Part aber auch erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part von Batman Returns. Featuring Danny DeVito als der Pinguin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.